Heute wollen wir dann mal den Filz verkleben. Anfangen wenn wir mit den leichteren Sachen, nämlich den Deckenverkleidungen. Also dazu haben wir dann mal die Reste von der Bodenplatte hier hingelegt, damit man da schön sauber drauf arbeiten kann. Ja, das ist wie gesagt der Filz und der Kleber. So, als allererstes muss man dann mal den Filz zurechtschneiden. So, den lässt man jetzt rundherum so einen guten Zentimeter überstehen, damit man das dann halt anschließend auf der Rückseite auch noch so umlegen kann und verkleben kann, damit die Kanten nachher schön sauber sind. So, jetzt kommt der Sprühkleber da drauf. Das Ganze wird flächig aufgetragen und auf jeden Fall auch beidseitig, also dann auf den Filz natürlich auch. So, dann kommt nochmal eine Lage auf den Teppich drauf. Das Ganze jetzt nach Herstellerangabe ablüften lassen. Also meistens sind das so zwischen 5 und 10 Minuten. Und ja, am besten gleich so die Arbeitsflächen mit Bremsenreiniger oder irgendwas anderem gleich wieder sauber wischen, weil sonst pappt das nämlich da anschließend unten auf eurem Teppich oder Filz drauf und da wollt ihr das gar nicht haben. Ja, mit dem Ausrichten ist natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es geht. So, dann wird das schön angedrückt überall, ohne Falten einzubauen. Jetzt kann man das Ganze, entweder hat man so eine Tapetenwalze oder sowas, da geht das ganz gut mit, richtig schön anwalzen. Oder halt so eine Holzkiste mit abgerundeten Ecken, geht eigentlich auch ganz gut. Da kann man dann nochmal so richtig Druck ausüben. Ja, dann dreht man das Ganze rum und verklebt dann halt noch, also schlägt es dann quasi außen rund und verklebt die Rückseite noch. So, wenn ihr jetzt hier so stark saugende Oberflächen habt, müsst ihr das auf jeden Fall zweimal einsprühen. Weil sonst wird das wahrscheinlich nichts werden. Ja, die Kanten müsst ihr natürlich jetzt so ein bisschen trimmen, damit die halt schön sauber da rund gehen. Und halt nicht überlappen, weil sonst wird das irgendwann ein bisschen zu dick. Ja, wenn das Material ein bisschen dicker wäre, also diese Pressspanpappe hier, dann könnte man das auch hinten mit Tackernägeln fixieren, aber das ist halt ziemlich dünn. Die schlagen halt dann durch wahrscheinlich. Diese Fenster, die ihr braucht, da wird dann quasi hier so ein Kreuz reingeschnitten und wird dann halt auch nach oben quasi umgeklappt, nachdem ihr da Kleber drauf habt. So, kommen wir jetzt mal zu dem weitaus schwierigeren Teil. Wenn
durch die Klebeaktion. Also so Sattler sind so Leute, vor denen ziehe ich immer noch meinen Hut. Als allererstes macht man das halt mal ein bisschen sauber mit Bremsenreiniger am besten. Ja, wenn er mit sowas im Bus rumhantiert, Luke offen lassen, weil sonst geht er um dabei. Gilt übrigens auch für den Sprühkleber, das ist auch so ein ganz heftiges Zeug. So, Filz hätten wir dann jetzt überall dran, außer da hinten die Ecken, aber da muss ich erst noch gucken, wie weit die Schränke dann gehen, weil ich habe auch, glaube ich, nicht mehr genug Filz für da hinten rein. Also da muss ich dann erst noch mal gucken, wie weit die Schränke gehen, und ja, dann wird dann da halt der Rest noch beigeflickt quasi. Ja, die hintere obere Platte noch rein. Vorne ist schon drin. Ja, so manche Übergänge sind nicht ganz so toll. Also im Großen und Ganzen, glaube ich, sieht das schon ganz okay aus. Ja, wie gesagt, also vor den Sattlern und so ziehe ich echt meinen Hut, wer das drauf hat. Aber ich sage mal so, dafür, dass ich das jetzt das erste Mal gemacht habe, ist es eigentlich okay. Ja, bei den Türen müsst ihr natürlich aufpassen. Also das Filz nicht bis unter die Dichtungen klebt, weil die Dichtung schließt ja hier auf dem Blech ab. Und wenn da jetzt Filz wäre, dann würde sich die Feuchtigkeit halt durch das Filz durchziehen, das heißt, wäre undicht. Da müsste halt also quasi bis an die Gummidichtung, aber nicht weiter. Und hier vorne den Abschluss ist natürlich bei einem weißen Auto immer ein bisschen blöd, weil es sieht halt doof aus. Also das tut mir dann am besten matt schwarz beilackieren, weil viel was anderes kann man da nicht machen. Weil, wie schon gesagt, wenn er halt unter die Gummidichtung geht mit dem Filz, dann wird es halt undicht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, dann wird es dann langsam Zeit, mal Holz zu kaufen und Schränke hier reinzubauen. Das ist so das, was dann so in den nächsten Videos passieren wird. Also bis dahin, macht's gut! Thank you.